Wir spielen seit 20 Jahren zusammen. Das merkt man immer mehr mit den Jahren, dass es für ein Kammermusikensemble wirklich gut ist, zu wachsen. Wir vergleichen das manchmal so halb aus Spaß mit den Weinreben, die ja sehr tief wurzeln. Und je tiefer sie wurzeln, desto besser wird der Wein. Für Klaviertrio gibt es so wertvolle Literatur. Die haben die Komponisten ja nicht unbedingt gleich am Anfang ihres Lebens geschrieben, sondern dann, wenn sie manchmal das Leben schon hinter sich hatten. Und diesen Werken wird man nicht als junger Mensch gerecht. Als junger Mensch spielt man sehr viel mit Intuition und natürlich mit Technik auch. Aber erst mit den Jahren weiß man eigentlich genauer, was man tut. Und auf diesem Pfad befinden wir uns. Und wir nehmen das sehr ernst und wir denken, dass da noch viel möglich ist. Wir fühlen uns wie ein großer Klangkörper. Dabei sind wir aber schon sehr individualistisch und wir lassen uns auch gegenseitig viel Freiheiten. Aber weil wir so stark aufeinander eingespielt sind, haben wir auch diese Möglichkeit, elastisch und beweglich zu sein und spontane Ideen einzubringen. Und das machen wir wahnsinnig gerne. Es ist uns wirklich sehr ernst mit der Musik und wir haben ein sehr großes Gepäck in den 20 Jahren angesammelt, an Erfahrungen, an Repertoire, auch an besonderem Repertoire, auch in kleinen versteckten Taschen und können im Konzert ein ziemliches Feuerwerk abbrennen.